Mann, hallo und willkommen zur Lipozockt Level. Das ist natürlich nicht mehr vorhanden. Level 3. 3. Würfel zu irgendwelchen Speicherungsmöglichkeiten dieses Gerätes. C4. E5. Okay. Please concentration. So, da schon etwas auf Theorie. Ich habe gerade zum Warmwerden eine Partie gespielt. Das allererste fucking Schach, das allererste Schachgebot, was hat, hatte ich schon übersehen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, dass ich diese. Ja, genauso nicht. Gott sei Dank hat auch ein Idiot wie ich hier Korrekturfiguren. G8, R6. Meine Güte. Erst sehe ich keine stillen Züge damals. Jetzt fange ich an, die Schachgebote permanent zu übersehen. Oder danach habe ich dann angefangen, Schachgebote ständig zu übersehen. Schachgebote und Schlagzüge zuerst. Was ist eigentlich so schwer daran? Mamma mia, ich kotze gleich. Ist irgendwo ein Schachgebot drin hier? Das ist so peinlich. Das erste Dama Fischer war da drin mit dem Springer auf E4. Das erste Schachgebot, was überhaupt in der Partie drin ist, wird instant und sofort übersehen. Das kotzt mich nicht wenig an. Aber der Läufer soll also sowieso nach E2, deswegen ziehe ich den erst nach E2. Das blöd ist das. Schachgebote muss man sehen. Es ist ja blöd zu blitzen, wenn man ständig Schachgebote übersieht. Oh, Schachgebot. Ah, ich gewinne diese Figur. Ah, verdammt an Schachgebot. Meine Güte. F6, G4 droht ein Schachgebot, Herr Lipowski. Dama wie Schach is not possible. Springer E3, Springer F2. All is not possible. Droht irgendwas überraschend Geiles hier für ihn. Meine Güte, ich verstehe Springer G4 nicht. Also Dame H4 Schach ist nicht möglich. Springer F3 ist das ja, da das deckt. B4, C3, es wird erstmal zwischengeschlagen mit Schach, denn Schach gesehen, Schach gegeben. Ja, ich kann nicht später mal D4 ziehen, aber ich würde doch mal eher dazu anraten, die Rochade auszuführen. Das sind so Aufbauten, die habe ich wirklich so gespielt. Das ist hier. Das Problem ist manchmal bei diesen Schachcomputern gewesen, dass man sich so unnatürlich verbiegen muss. Das heißt, du siehst, die spielen schlecht in diesem System und was willst du machen? Dann spielst du ja was anderes. Und dann ist das ist so ein bisschen das Problem dann bei diesen Partien. Dann verbiegt man sich unnatürlich. Ich drohe natürlich Läufer nach G5. Wenn der Springer jetzt wegzieht, dann drohe ich hier schon zu schlagen. H6 kann er ziehen, Läufer H4, G5. Auf G5 würde ich sogar anschlagen mit dem Springer. H6, Läufer H4, G5. Und dann haue ich den einfach weg. Springer schlägt G5 und Bauer Läufer. Und dann ist diese Festung quasi nicht zu beheben. B7, B6. Na, ich würde mal behaupten, das ist jetzt nicht das Aktivste. Was will er da? Ich glaube, das ist so ein Verlegenheitszug. Der weiß selber nicht, was er da will. Jetzt kann er natürlich G5 ziehen. G8, H7. Was mache ich jetzt? Die Qualität zu geben, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ich gebe sogar die Qualität zu geben, wäre auch eine Möglichkeit. Ich spiele bei den. Da mache ich einen komplett anderen Zug. Meine Güte. Mein Hirn einzuschalten wäre ja auch möglicherweise eine Möglichkeit. Kann ja sein. Wenn er neben Springer schlägt, dann hängt F6. Bitte stell dein Hirn ein, lass es doch nicht sein. Bitte stell dein Hirn ein, sonst hau ich dir eine rein. D7, E6. Okay, dann Dame F3. Meine Güte, wie gekonnt und routiniert ich hier jegliches Denken. Das droht jetzt einfach, Läufer schlägt F6 mit Schach und dann Springer schlägt. Vielleicht will ich sogar trotzdem auf Läufer G4, G7, G8. So, jetzt muss seine Dame weg. Und dann muss ich irgendwie nach H6 kommen. Vielleicht Dame E3 dann. Wenn er dem mal was macht. D8, D7, Dame E3 droht auf H6 zu schlagen. Wenn er den Läufer nimmt, nehme ich ihm den Springer. König H7.
Läufer nach F5, das droht ja schon Dame G4 Schach. Ich glaube, ich ziehe eher Läufer F5, wenn er den nimmt, nehme ich mit dem Bauern. Droht immer noch Dame G4 Schach, König H7, Dame H5, Turm G8, Springer G4, Turm G6, das ist doch alles für die Wumpe. Vielleicht Dame G3, einfach die Drohung ist stärker als ihre Ausführung. Wenn er König H7 zieht, ich ziehe mal Dame G3, König H7. Wenn er nimmt nicht mit dem Springer, dann will ich auf H6 gehen, der Läufer ist dann auch gedeckt. E6, G4, ist das, ach, ist das schon sein Zug? Das sagen Sie das doch gleich. Ich werde natürlich nicht die Damen tauschen. Jetzt ist das Problem, ich drohe immer für dieses Abzugsschach mit dem Matt. Und auf König H7 habe ich jetzt aber Dame H4 und dann kann er schon die Dame opfern. Vielleicht sogar Turm F5. Aber ich bin eh nicht der Dollste in Matt setzen. Deswegen mache ich lieber Dame H4 und streiche mir die Dame ein, die er wohl jetzt geben muss. Lieber ein bisschen auf Sicherheit machen das Ganze. F8, G8, Dame, Schach. Wenn der Turm dazwischen zieht, ich wüsste gar nicht, wie er die Fesselung beheben will dann. Also H4, der gut König G8, H5 und dann gegen F7 vorgehen. Hier wieder Turm F8, ich mache es mir ja zu kompliziert. G8, G6, meine Güte, muss ja schwer sein, die Züge zu hören. Der Lippo ist taub, der Lippo ist taub, der Lippo ist taub, der Lippo ist taub. Ja, ich spiele jetzt auch nicht auf Fantastico-mäßige Mazzi oder sowas. Wenn er nimmt, muss ich natürlich A8, F8. So, ich nehme den nächsten Bauern. Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder her. F8, G8. So. Dame F7, Turm G7. Dame F5. Fesselt ja, fesselt den Läufer ein. Ich mache mal G3, der Läufer deckt das hier. G8, G7. So, was könnte ich denn jetzt machen, tun und sowieso? Ich könnte ja den Turm ranziehen und den Turm tauschen. Man soll ja tauschen, was das Zeug hält, wenn man was mehrt. Und was ist da eigentlich, wenn ich den Bauern vorziehe? H4. Er muss H5 ziehen. Dame H5 schlägt. Ich ziehe erst den Bauern vor. Jetzt muss er schon selber H5 ziehen, weil ich H5 drohe. Dann nehme ich den Bauern mit Schach. Der Turm zieht dazwischen. C6, E7. Okay, meine Dame ist angegriffen. Dame nach D7. Turm schlägt Schach. Läufer schlägt. Das, was man, glaube ich, überhaupt nicht machen darf, ist sich irgendwie zu sicher fühlen. Und hier F7, F6. Und dann meinen, man würde das schon automatisch gewinnen. Und Geduldsprobleme sollte man auch schon mal gar nicht bekommen. Was ist, wenn ich H5 ziehe? Turm G5. Ich ziehe mit der Dame weit weg. Nicht, dass irgendwie der Springer wegzieht und dann ist die Dame angegriffen und es droht alles Mögliche. Ich muss das anders machen. H6, H5. Läufer zurück. Dann den König beiseite. Das wäre auch gar nicht mal so verkehrt. Und dann wandle ich mit dem D-Bauern. C7, F4. Okay. Er ist noch dran. Wäre nicht schlecht, wie Black leuchtet. Wollte schon sagen, es wäre nicht schlecht, wenn er mal ein Feedback folgen würde. G6, G4. So, den König beiseite. Ja, die Dame habe ich natürlich jetzt prickelnd hingestellt. Mit der Idee E7, G6. Jetzt muss ich den Turm daran ziehen. Bam, 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 bam. Es droht, der Läufer geschlagen zu werden. Dann Springer schlägt, Bauer schlägt. Also er droht ja noch nicht mal was, muss ich ehrlich sagen. Selbst wenn er das Turmschach gibt, ich hau den einfach weg. Bauer vor. Also Springer F4, Turm F4, Turm G3 schlägt. Er droht ja gar nichts. Das ist ein Problem hier. Ich kann sofort die Dame spucken. Gegen die beiden Türme. Da habe ich gar kein Problem mit. Die sind gleichwertig. Zwei Türme ist eine Dame. Also muss ich mich um die Turmschachs gar nicht kümmern. Ist er noch dran? Ach, ist noch dran. Ach, G7, E7.
Okay. Ich will jetzt aber auch nicht hier massenweise Material spucken hier, so nach dem Motto, ich habe ja Material mehr und dann gibst du einen Bauern, weil du zwei Bauern mehr hast und die Qualle meinetwegen, dann gibst du den nächsten Bauern, ich habe ja Material mehr, ich will ja tauschen, tauschen, tauschen und so dann stellst du die Qualität an und dann ist nichts mehr mehr. Das will ich ja auch nicht. Wer will das schon? Das hat man ja öfter so. Man hat E7, D7. Man hat Material mehr, irgendwas, was auch immer. Und dann unerwartete Probleme hier. Und vor lauter Verzweiflung fängt man dann schon an, Material zurückzugeben. So nach dem Motto, ich habe ja eine Figur mehr, dann kann ich ja Bauern zurückgeben, weil ich ja dann tausche. So, ich will aber auch keine blöden Schachs zulassen. Meine Güte, sicher, gewonnen geht anders. Vielleicht soll ich die Dame mal anders postieren. Dame nach geht dann winter wir. Ich hab kein Schach. Remember. Also das ist doch sehr, sehr holprig geworden hier. Ich bin wirklich drauf und dran, ihr Material zurückzugeben. G6, E7. Das Problem ist auch, ich trug keinerlei Schachs oder irgendwas. Ich habe nichts. Die Dame steht reichlich bescheiden auf. Ich zieh die mal beiseite. Reichlich ösig auf H3. Da kann die gar nichts. Da kann sie gleich quasi zu einem Bauern degradiert. Die hat keine Felder. Dame E4 Schach. Ich gebe die Dame zurück. Ich finde hier nichts. Ich bin total verzweifelt. Den Trainer E7, G6. Den Läufer zurück wäre auch Quark. Also die Stellung hat hier reichlich Patzerpotenzial, muss ich ehrlich sagen. Das ist reichlich beunruhigend. Weißt du, wenn ich Dame nach D5 mache, dann drohe ich den Turm ja mit Schach zu schlagen. Mal weit weg mit der Dame. Die Stellung hat viel zu viel Patzpotenzial. Mit irgendwelchen Springer schlägt H4 oder sowas und dann kann wieder nicht geschlagen werden, weil die Dame dahinter hängt. Die Dame ist doch eine aktive Figur. Man sollte sie vielleicht nicht unbedingt so schlecht hinstellen wie eben möglich. F7, E7. Turm E4. Ich tausche den Turm weg. Turm E4. Da hat keine Felder. Ich tausche den jetzt weg. Ich muss mich wieder auf die Grundprinzipien zurückerinnern, wenn man es so sagen kann. Wenn du was mehr hast, dann tausche weg. So. Man hat das ja schon mal. Hast du irgendwie was mehr? Manchmal hast du eine Figur mehr gegen den Bauern gegeben. Und dann verkompliziert da sich das und dann kommst du auf die Idee, Material tauschen zu wollen. Turm G7, Dame F3. A7, A5. Jetzt möchte ich mal mit dem. Das bringt auch nichts. Zieh erst den Läufer weg. So, wenn ich D5 ziehe, dann kommt Turm E7, dann ist schon wieder der Läufer weg. Das ist wirklich unfassbar viel Patzpotenzial hat diese Stellung. H7, G7. So, und jetzt ziehen wir mal den Bauern vor. Dame Schach B6 würde gehen. F7, E7. Dame Schach. Und dann haue ich den weg hier. G7, H7. Droht irgendwas? Turmschach geht beiseite. Turmschach König F3, Turm A2 schlägt. Da leicht bestimmt irgendwelche Schachgebote hier oder sowas. A5, A4. Okay. Den Bauern vor. Wenn der Turmschach geht, mal König F3 und wenn er den wegnimmt, dann will ich D7, dann ist der Bauer durch. Ich spiele natürlich bis Resignation. Wer ist Springer F8? Vielleicht Läufer G5 und Läufer E7. G6, F8. Ich will jetzt Läufer E7 den Springer wegkriegen. D7, F7. So, da muss der Springer reagieren. Springer E6 geht nicht wegen Dame Schach. Dann ist der Springer einfach weg, also Dame E4 Schach. A4, A3, okay, dann haue ich ihn mal weg.
F7, F8. Er hat ja auch keine Möglichkeit, irgendwie nach F2 oder so zu kommen. Und dann vielleicht sogar Dame E6. Wenn er mit König ranzukommen versucht und dann den C-Baum marschieren lassen, auf super Nummer sicher, auf super sicher spielen, das ganze Dame hier ran. Erst gar nichts anbrennen lassen, jetzt den C-Baum marschieren lassen. Die super sichere Methode. Sobald er mit dem Turm von der achten Reihe wegzieht, hole ich mir einfach eine Dame. Mach mal los, fang mal an. G7, F8, Thomas, G7, F8, so ist es. Und so wird es auch nicht anders werden. Meine Güte. Natürlich, wir beschleunigen die ganze Geschichte hier auf 500%, das heißt auf das Fünffache. Das heißt, ich sehe auch gar nicht, welche Zeiten der braucht hier. So, Dame Nummer wann? Wo kann ich mir denn schreiben oder kundtun, dass ich mir eine Dame hole? Da muss ich auf hier klicken. Turm A8, D8, dann will ich das aber sofort austauschen, erstmal gegen eine Dame. Was soll diese Errormeldung? Also ich. In Dame. Hat er doch noch normal registriert. H7, G7. Schachutz, König H7 und Matt. So, das war die heutige Partie. Das hat so viel Patzerpotenzial. Dieses. Allein Turm G7, Dame F3, Springer H4, Schlickschach. Und solche Geschichten alles. Einfach runtertauschen, runtertauschen, runtertauschen. Und bloß nicht auf die Idee kommen, irgendwie Material zurückzugeben. Dann gibt es ja, man kann ja Material tauschen, gibt zwar einen Bauern wieder zurück, aber egal. Und das machst du dann noch zweimal, das plötzlich vier Bauern für die Figur der Gegner. Dann sieht das nicht so gut aus, als würde ich eine Glatze kriegen. Ja, meine Güte. Vielleicht ein bisschen noch länger wachsen lassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.